im Weiteren auch gehen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, ich glaube 2 Wochen. Dadurch ist das Seminar, was aber auch ganz gut ist, ein bisschen vorgeprescht, glaube ich. Also Frau Thune hat mit Ihnen sowohl mit den Clips-Leuten als auch mit den Coxes-Leuten ein bisschen Epidemiologie, Crashkurs in Epidemiologie gemacht. Deshalb habe ich das heute, deshalb auch die Slide-Änderung nochmal, ziemlich eingedampft. Da müssten Sie mir sonst helfen, wenn Sie da oder ja, nochmal rückfragen oder Ihr Wissen hier einbringen. Ich muss kurz gucken, dass ich hier alles sehe, was ich sehen muss. Ich bräuchte noch mein. Wo ist denn? Kurz hier rüber. Das da brauche ich noch. Und zwar hier brauche ich das. So, dann sehe ich auch, was ich Ihnen zeigen will. Weil wir uns vor 2 Wochen das letzte Mal gesehen haben, was schon lange her ist, müssen wir vielleicht doch noch mal kurz zurückgehen. Wir hatten letztes Mal eine sehr, sehr volle Stunde, wo wir im Prinzip zwei ganze verschiedene Frameworks für kausale Inferenz eigentlich kennengelernt haben. Das eine waren die Potential Outcomes, das Rubin Causal Model, also so, wo es um diese verrückte Idee ging, dass jeder für sich so eine Art kausalen Effekt für eine neue Medikation zum Beispiel oder für den Erfolg dieser Verhaltenstherapie sozusagen vorbestimmt in sich trägt, wenn man es mal ein bisschen blumig ausdrückt, aber dass sich natürlich nur entweder, also wir als Forscherinnen nur in der Lage sind zu sehen, was mit dir als Individuum unter Placebo passiert oder was eben mit dir passiert, wenn wir dich in die Experimentalgruppe hinein randomisieren, aber wir können nie beides sehen. Das waren die Potential Outcomes und wir haben dann gesehen, dass es aber nicht weiter schlimm ist, solange zum Beispiel zuvorderst Randomisierung geklappt hat. Und wir haben dann fast noch ein bisschen verrückter eigentlich irgendwie diese Directed Acyclic Graphs und vor allem den Namen Judea Pearl kennengelernt in dem Kontext. Und Pearl wählt einen anderen Zugang, man könnte sagen, wählt vor allem einen grafischen Zugang. Und haben uns mit dem Framework viel beschäftigt, haben dort gesehen, dass unter bestimmten Voraussetzungen, das ist sein Argument, man eigentlich keine Randomisierung braucht, wenn es einem anderwertig gelingt, sozusagen, konfundierende zu kontrollieren, auszuschließen. Und diese Graphen, derer wir heute noch sehr, sehr viele sehen werden und nächste Woche auch noch, die sind sozusagen sehr hilfreich, um zu sehen, wer konfundiert denn hier? Oder wen darf ich auf keinen Fall in mein statistisches Modell aufnehmen, um nicht sogenannte, jetzt mal auf Deutsch noch gesagt, Kurzschlüsse sozusagen zu erzeugen in so einem kausalen Graph und Informationen zu vermischen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das wären die sogenannten Collider, über die sprechen wir heute dann. Womit wir eigentlich aufgehört hatten letztes Mal, war die Idee, dass man mit solchen Graphen also sehen kann, für welche Variablen, wenn mich ein kausaler Zusammenhang zwischen X und Y interessiert, für welche anderen Variablen, am besten welche, die ich auch gemessen habe, ich kontrollieren sollte. Das sind die sogenannten Adjustment Sets. Also ein Set von Variablen, manchmal kann es auch nur eine sein, die quasi ausreichend ist, um einen mich interessierenden kausalen Pfad, man könnte auch sagen einen direkten Pfad, zu isolieren sozusagen, um ihn kausal interpretieren zu können. Und dann wollte ich euch noch kurz zeigen, ein Beispiel dafür, wenn ihr soweit wieder am Start seid, wollte ich euch das hier kurz zeigen, weil wir ja gesagt hatten, so ein bisschen als Spaß, ich habe gesagt, ich versuche immer Beispiele rund um diese ungeklärte kausale Frage Cannabis-Missbrauch oder Gebrauch versus Psychose-Risiko, das ein bisschen zu beleuchten. Und auch dazu, zu dieser sehr komplizierten Frage, also nicht genau zu der Frage, aber zu der Frage, was sind sozusagen Risikofaktoren für psychotische Erkrankungen, kann man sich auch in der Epidemiologie braucht man nicht lang suchen, um auch den Einsatz von solchen Directed Acyclic Graphs zu finden. Was ich an dem Paper natürlich ganz schön finde, ist der nächste Slide, dass der Graph dann nämlich so aussieht. Also nicht so schön aufgeräumt, wie wir das hier kannten, mit einer Variable X, einer Y und einer Z, sondern dass ein Versuch der Autorinnen und Autoren in diesem Paper quasi das zusammenzustellen. Was echt nett ist, die benutzen ein Tool, das sich Dagity nennt, das sehen wir vielleicht heute auch noch im Einsatz, vielleicht hat es euch Frau Thune auch schon gezeigt. Das kommt eigentlich von unserer Universität, kann man sagen, das ist der Johannes Textor, der war früher hier, der ist jetzt irgendwo in Holland.
Der hat es eigentlich hier entwickelt, weil die Mathematik oder die theoretische Informatik hier in Lübeck sehr stark in diesen Graphen ist. Und er hat eigentlich ein Tool, man kann fast sagen, gespendet, mit dem Forscherinnen und Forscher ihre Problemlage sich sozusagen als so ein Graph zusammenbauen können. Und dann nicht nur, also es geht jetzt nicht um die grafische Lösung, das sieht ja jetzt auch nicht besonders schön aus oder so, sondern es geht jetzt darum zu sagen, wenn mich, das hat er dann mit solchen Start- und Stoppsignalen quasi hier gezeigt, wenn mich eigentlich interessiert, was ist der kausale Effekt von mütterlicher Infektion in der Schwangerschaft, also in dem Paper geht es um unterschiedlichste Infektionskrankheiten, auf C.Psychosis, was heißt C, also Child, dass das Kind später mal einer Psychose erkrankt oder eine psychotische Episode zeigt, dann sind das hier alle anderen Variablen, die diese Autorinnen und Autoren für potenziell relevant halten und für die sie hier quasi die Kausalbeziehungen auch eingezeichnet haben. Was man machen kann, was ich für euch jetzt mal gemacht habe, ich habe quasi erstmal wieder 80% der Variablen ausgeblendet und so eine Art reduziertes Set davon uns angeschaut. Wir sehen also unsere potenzielle Ursache und unseren Outcome, den wir erklären wollen, den wir kausal erklären wollen. Und was das Tolle an Dagity ist, dass man hier an der Seite dann, wenn das sozusagen der Graph ist, den man sich zusammenbaut, den ihr euch auch für eure Problemlagen auf der Webseite bauen könnt, ihr bekommt dann hier eine Aussage, ihr wollt adjusten, also kontrollieren könnte man sagen, so, dass ihr den totalen Effekt, den mütterliche Infektion auf Psychose hat, ablesen könnt dann aus diesem Graph oder dass ihr den dann schätzen könnt. Und im Prinzip kann man sagen, ist es sozusagen, Dagity gibt einem eine Art Kochrezept. Du musst in deiner Regressionsanalyse oder in deiner mathematischen, statistischen Analyse, die du nicht hier in Dagity machst, zum Beispiel für welche Variablen kontrollieren. Er sagt hier Minimal Sufficient Adjustment Sets, also minimal schon ausreichend sind zum Beispiel die folgenden Variablen. Und dann wird uns gesagt, gibt es noch so eine Liste, die kann auch sehr, sehr lang werden. Also wenn der Graph entsprechend kompliziert ist, gibt es vielleicht mehrere Möglichkeiten, hier auf den kausalen Effekt zu kommen. Und hier wird uns gesagt, also entweder der mütterliche Tabakkonsum, der sitzt hier, oder, also nicht und, sondern oder, du kannst auch alternativ den mütterlichen Income nehmen. Jetzt die Frage an euch, und das nur so zum wieder warm werden, letztes Mal, würdet ihr dem zustimmen? Warum funktioniert das? Warum müssen wir die Variable oder die Variable ins Modell einschließen? Oder anders gesagt, man kann auch sagen, warum eigentlich fangen wir mal mit der an, mit dem mütterlichen Tabakkonsum. Warum ist das eine gute Variable, um das, was mich eigentlich interessiert, kausal sehen zu können? Noch ein bisschen schärfer angucken den Graph, dann kommt es vielleicht an. Wie haben wir das genannt? Wie nennen wir so einen Pfad? Diese Mischung von Pfeilen in die eine Richtung, Pfeilen in die andere Richtung. Wie nennt Pearl das? Was ist das für ein Pfad? Ja, da oben. Ein offener Pfad, genau. Also er ist offen. Des Weiteren, ja. Das ist ein Backdoor Path. Genau, also Backdoor Path, genau. Jetzt habe ich gerade Pfad und Path gemischt, genau. Ein Backdoor-Path, dahingehend, dass er ist eigentlich akausal, also es ist ja das mütterliche Einkommen hier oben, was in dieser, wenn wir nur diese Variablen haben, hier quasi sozusagen kausal auf den Tabakkonsum und dann kausal auf die Wahrscheinlichkeit, auch eine Infektion zu erleiden für diese Mütter ist. Und der auch zumindest in Ermangelung von anderen Variablen einen kausalen Einfluss auf das Psychoserisiko hat. Also letztlich weiß man, dass Psychose und SES letztlich irgendwie schon auch zusammenhängen. Und das Entscheidende ist jetzt aber hier, dass wir diesen Backdoor-Path irgendwie blockieren wollen. Und dann ist es eigentlich ganz interessant, dass uns Dagity sagt, na nimm doch einfach Tabak. Und was du dann im Prinzip machst, ist, du nimmst eine sehr, man könnte sagen, eine proximale Variable, die hier nah an deiner eigentlichen dich interessierenden Ursache dran ist. Und damit blockierst du alles, was hier hinten auch noch passiert. Also es reicht komplett, hier diese Variable zu schließen. Ja, wenn wir bei dem Bild dieser Hähne quasi bleiben oder dieser Heizungsventile. Wir machen hier zu. Zumachen heißt,
Wir kontrollieren für diese Variable in unserem Modell und entsprechend kriegen wir nicht mehr diese Kontamination von Korrelationen, Assoziationen, die sich dann hierüber ergeben können. Und dann ist es auch egal, dass es hier eigentlich zwei Pfade gibt. Das sehen wir heute noch. Weiß jemand, wie man, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber ich habe es letzte Mal schon genannt, wie würde man technisch sozusagen die Rolle von Age hier bezeichnen? Was ist quasi in so einem Kausalsprech Age, wenn ich von Income nach Psychose möchte? Wie nennen wir diese Variable Age auf dem Pfad? Ja. Das ist eine Pipe, das ist sozusagen, was ist das bisschen psychologischere Wort dafür? Was verwenden Psychologinnen dafür? Ja. Ein Mediator, genau. Pipe, Mediator, genau. Also Pipe nennt Elreath das, damit wir es kapieren. Es wird da durchgepiped, aber genau, es ist auch ein Mediator. Also, wenn man so will, ist also quasi die Sachlage, wie Income auf Psychose wirkt, ein bisschen kompliziert. Ja? Das geht nämlich über zwei Pfade, wenn man so will. Da gibt es einen direkten Pfad und einen indirekten oder mediierten Pfad über Age. Brauchen uns aber alles nicht kümmern, wenn wir hier bei Tabak zumachen. Für den vollen Graphen, mit dem ich euch gerade hier geschockt habe, den die Autorinnen wirklich berücksichtigt haben, und das seht ihr vielleicht auch den Wert von so einer Software, die benutzt also letztlich, man könnte sagen, den Do-Calculus von Pearl, um aus dieser Gemengelage, aus diesem Directed Acyclic Graphs, ebenfalls, das habe ich hier, ein Minimal Adjustment Set zu bekommen. Das Adjustment Set ist jetzt ein bisschen größer, macht irgendwie Sinn, weil viel mehr Variablen im Spiel sind. Es müssen also letztlich mehr Hähne zugedreht werden, kann man sagen. Und was ich euch nur zeigen will, ist, die Autoren haben freundlicherweise ihr Dagety-Modell zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr könnt auf den Link klicken und dann bekommt ihr das Modell der Autoren, wie es im Paper verwendet wurde. Und dann seht ihr da auch rechts, dass Dagety sagt, nimm mal Alter, Asthma, was ist DM nochmal? Habe ich vergessen, steht hier. Diabetes, glaube ich, Diabetes mellitus, genau. Premature Rupture of Membranes, PROM und Tabakkonsum. Also ein bisschen wahlloses Set von Variablen, aber das ist natürlich nicht wahllos, sondern das sind die Variablen, die dafür sorgen, dass du den kausalen Pfad, der dich interessiert, sehen kannst. Und weil Dagety diese Anweisung den Autorinnen gegeben hat, haben die dann in ihrem Paper ein statistisches Ergebnis berichtet. Das werden wir erst in ein paar Wochen richtig kapieren, was Hazard Ratios sind. Aber letztlich können wir sagen, das sind Risikoangaben für das Risiko an einer, also eine Psychopathologie zu entwickeln, Development of Psychopathology by Infection Type in Pregnancy. Und das Wichtige ist für mich nur diese Fußnote. Alles, was Sie uns hier berichten, ist adjustiert für die Variablen sozusagen. Also das seht ihr nochmal in ein bisschen einem realistischeren Beispiel, wie man von einem Graph, relativ kompliziert sein kann, zu einem Set von Variablen kommen kann, was man sinnvollerweise ins Modell aufnehmen muss oder für die man kontrollieren muss, um kausale Schätzungen zu machen. Das also nur so als Nachtrag hierzu. Aber es ist gleichzeitig eben auch ein Vorgriff, weil was hier gemacht wird, ist eine sogenannte Cox-Regression oder ein Proportional Odds Model oder ein Hazard Model, und das kennen wir noch gar nicht. Damit können wir statistisch gerade noch nicht so viel anfangen. Also, das war quasi ein Nachtrag zu letztes Mal. Was ich mit euch heute eigentlich machen möchte, ist den Crashkurs Epidemiologie, den habe ich jetzt sehr, sehr, sehr stark zusammengestrichen, weil Frau Thune das mit euch schon gemacht hat und weil es dazu auch wunderbare Prüfungsliteratur von Daniel Westreich gibt vor allem. Und wir werden uns heute eigentlich weiter mit diesem Graphen beschäftigen. Also wer das jetzt gar nicht möchte, der müsste jetzt Kaffee trinken gehen, ansonsten geht es eigentlich die ganze Vorlesung weiter mit solchen Graphen, fast die ganze Zeit. Erstmal eine Frage an euch, die mir sehr unter den Nägeln brennt, von Dozent an Studierende. Wo lernt ihr eigentlich Epidemiologie? Ihr habt alle einen Bachelor Klinische Psychologie durchlaufen, der war viel mehr Klinik schon enthielt als bei uns früher im Vorstudium, im Grundstudium, das gab es da noch gar nicht. Ich habe nämlich das bisschen Epidemiologie, was ich gelernt habe, habe ich eigentlich bei meiner klinischen Professorin mal gelernt. Das hat die mir zum Glück ein bisschen was nebenher erzählt. Also sowas wie, also so absolute Basics wie Inzidenz versus Prävalenz oder sowas. Also sowas sprechen wir jetzt, Krankheitslehre, dass sowas mal überhaupt vorkam. Aber jetzt auch im Master, wenn ich es nicht mache, macht es keiner wahrscheinlich, fürchte ich, oder? Oder wie ist es? Habt ihr da schon über, wo sowas euch noch begegnet? In Gesundheitspsychologie. Hatten Sie das im Bachelor? Ja.
Gut, da gehört es eigentlich auch hin. Also Krankheitslehre, Gesundheitslehre, genau. Da kann man es machen. Man kann es immer mehr oder weniger statistisch natürlich machen. Aber die Grundbegriffe, also auch mal nur so als Vorgriff, weil ich noch vor der Wahl, vor der Frage stehe, ob ich das hier in diesem Modul repräsentieren muss oder nicht. Wenn wir über Sensitivität versus Spezifität und so rechnen. So, also Sachen, die einem nach 2 Jahren Pandemie natürlich zu den Ohren rauskommen, ja, aber die natürlich extrem wichtig sind. Wurde das mal grundlegend mal erklärt? Irgendwo? Ja, nein? Ja, ihr müsst mir jetzt einfach alle Infos so geben. Ja, die zum Beispiel. Diagnostik? Okay, ja, stimmt. Ja, richtig. Diagnostik haben wir noch. Hätten Sie auch gesagt? Oder wo kommt es noch vor? Ja, genau. Ist natürlich auch nicht auf die Krankheiten per se bezogen und auf die vielen Probleme, die es in der Krankheitslehre damit gibt, aber auf Tests. Also. Insofern, ich spüre schon die Verantwortung auf meinen Schultern, euch das auch ein bisschen mitzugeben. Und deshalb machen wir immer wieder diese kleinen Crashkurses oder deshalb seht ihr in der Prüfungsliteratur relativ viel epidemiologische Bezüge. Mehr so als, um euch wieder abzuholen nach dem Seminar, wo ihr das sicher schon besprochen habt, hier noch einfach ein schönes Zitat. Das werde ich jetzt nicht komplett vorlesen, aber weil ihr die Slides ja auch so als Lernmaterialien benutzt. Ein schönes Zitat aus dem Buch von Daniel Westreich, übersetzt mit einer künstlichen Intelligenz und dann noch ein bisschen editiert von mir. Ein paar Punkte, die mir relativ wichtig sind, die einfach so alle jetzt gerade irgendwie auf dem Schirm haben sollten. Das eine ist das Verhältnis von Odds zu Risk oder von Odds zu Probability. Das kam im Seminar nochmal vor. Wir haben es in unserer allerersten Stunde hier auch angerissen. Aber das muss man, glaube ich, nachts um 3, wenn man da geweckt wird oder ins Bett geht. Auf jeden Fall muss man das am Start haben für dieses Modul, sonst kommt man durcheinander. Man muss der Unterschied zwischen einer Wahrscheinlichkeit und man kann auch sagen, der Unterschied zwischen einem Anteil und damit der Unterschied zwischen einem Risiko oder einer Inzidenz, das wäre alles so fast das Gleiche mathematisch auf jeden Fall. Versus die Odds, die wir immer nur als ein mathematisches Hilfswerkzeug sozusagen benutzen. Der Unterschied muss euch klar sein. Was er hier ganz schön sagt, ist, es ist völlig normal, sich unter Odds nichts vorstellen zu können. Ja? Also außer du bist wettsüchtig, ist es völlig normal, dass man mit Odds nicht umgehen kann. Und wir benutzen in der Epidemiologie immer auch Odds, eigentlich nur, um Risks zu schätzen. Ja? Risks, also Anteile, wie viele Leute werden denn krank? Wie viele Leute weniger werden denn krank, wenn ich was mache, wenn ich was behandle, etc. So denken wir darüber nach, aber wir benutzen oft die Odds als Annäherung. Und dann ist eben wichtig, dass man noch bedenken muss, dass diese Operation oder dieser Trick, Odds zu benutzen statt Risks direkt oder Wahrscheinlichkeiten direkt, dass das sehr gut geht und kein Problem ist, wenn die Grundwahrscheinlichkeit, wir könnten auch sagen, die Inzidenz, von einem uns interessierenden Störungsbild zum Beispiel relativ niedrig ist. Ja, wenn ich über was rede, was in der Bevölkerung eine Wahrscheinlichkeit von 3% hat oder 1% oder einem halben Prozent, das könnt ihr gerne ausprobieren mit so einer Ortsformel, dann ist P fast das gleiche wie 1, Entschuldigung, wie P durch 1 minus P. Aber sobald wir in den Bereich kommen, dass wir irgendwo von wir haben vielleicht in der einen Gruppe ein Risiko von 30% und dann in der anderen Gruppe eins von 60%, das ist ein Beispiel, was er hier gibt. Dann geht es. Die Zunahme im Risiko oder die Veränderung im Risiko, das was man dann auch als Risk Ratio bezeichnet, und die Odds Ratio erheblich auseinander. Ja? Und dann ist es also immer, dass man dann ist es nicht so, dass man sagt, ah ja, ich interpretiere jetzt die Odds oder ich interpretiere das Risiko. Es ist dann einfach, dass diese Gleichsetzung nicht mehr so funktioniert. Und da muss man entsprechend aufpassen. Also das ist mit das Wichtigste ist. Und ebenfalls auch sehr, sehr basic, aber beide Maße, also das sogenannte Risk Ratio, wie auch das Odds Ratio, verteilen sich rund um 1 sozusagen. Also das macht eigentlich auch Sinn. Das zeigt wieder, dass die Interpretation gleich ist. Wenn ich ein Odds Ratio von 1 habe oder ein Risk Ratio von 1, heißt es, ich habe eigentlich keinen Unterschied im Risk. Und sehr oft für unseren Kontext gerade heißt es, ich habe keinen kausalen Effekt. Wir können an der Stelle noch mal kurz auf diesen Slide zurückgehen, den ich euch gerade gezeigt habe, weil wir hier, das heißt hier Hazard Ratio, aber akzeptiert einfach mal für heute, dass das wiederum genauso interpretiert wird wie ein Risk Ratio. Und dann seht ihr ja hier lauter Zahlen, die so rund um 1 sind. Ja? Ihr seht Ratios, also Ratios von Risks letztlich, so wird es interpretiert, die dann mal 1,8 sind. Also zum Beispiel wäre das Risiko für Autismus
ist bei Vorliegen irgendeiner mütterlichen Infektion um 80% erhöht. So ist die Interpretation davon. Ja? Ob das jetzt kausal ist oder nicht, darüber spreche ich jetzt gerade nicht. Das ist gleich nochmal eine extra Fußnote. Aber ihr seht, die Werte sind alle um 1. Und wenn ihr diese Konfidenzintervalle hier lest, guckt ihr natürlich auch, schließen die 1 mit ein oder nicht. Das gilt also für Risks wie für Odds, also für Risk Ratios genauso wie für Odds Ratios. Das ist hier die wichtige Information aus diesem Slide. Zur klaren Kommunikation, zur Wissenschaftskommunikation, wenn man sich in solchen multivariaten Welten bewegt, gehört auch ganz klar, es genau zu nehmen, wo man es genau nehmen muss. Das heißt, viele Ausdrücke lassen sich nicht beliebig verkürzen und einfacher sagen. Und zum Beispiel mit so einem Satz wie, das Risiko beträgt 1,8, ist halt niemand geholfen. Ich muss immer sagen, über welchen Zeitraum spreche ich eigentlich und worum es mir hier in dem Slide geht, ist sogar noch ein bisschen komplizierter. Nämlich so eine an sich harmlose Aussage wie das Risiko, das 5 Jahre, ein Zeitraum steht ja sogar dabei, hier wird gesagt, das 5-Jahres-Risiko in der Gruppe, die zum Beispiel dem Schadstoff ausgesetzt waren, ist 10% höher als das 5-Jahres-Risiko in der Gruppe, die den Schadstoff nicht ausgesetzt waren. So. Klingt erstmal einfach, sind Worte, die wir verstehen. 10%, 5 Jahre. Aber dahinter können sich zwei sehr fundamental verschiedene Szenarien verstecken tatsächlich, die was ganz anderes implizieren würden. Die Frage ist also, was heißt in so einem Satz eigentlich 10% höher? Was ist eure intuitive Interpretation von dem Satz? Wie habt ihr ihn gelesen? Also sagen wir mal, es geht um Asbest und eine Krebserkrankung oder sowas, mit so einem Beispiel haben. Aber was heißt es 10% höher? Als die Unexponierten. Das wäre die Risk Difference. Die Risk Ratio könnte allerdings auch gemeint sein. Und wir hätten dann eine ganz andere Sachlage. Ich habe mal hier, das ist auch von Westreich, also ich habe mir nicht mal die Zahlen ausgedacht, aber das sieht man so an den Zahlen ganz drastisch. Wenn wir nur diesen Satz hätten, wüssten wir nicht und entsprechend eure Leserinnen auch nicht, oder eure Patientin, die vor euch sitzt, der ihr was erklären wollt über die Aussichten, dass ihre Therapie wirkt oder so. Mit dem Satz 10% higher, der ist wirklich sehr, sehr gefährlich, denn es könnte meinen, sowas wie, die eine Gruppe hat ein Risiko von 30%, die andere eins von 20%. Jetzt muss man sagen, das ist sozusagen eigentlich noch ein anderer Kardinal, das ist ein echter Fehler, der sich da dahinter eigentlich versteckt, denn es sind ja hier Prozentpunkte, die sich verändert haben. Also das wäre das Mindeste, dass man hier von 10%-Punkten spricht versus Prozent. Die eigentlichen Prozent sehen wir eigentlich, wenn es ein Risk-Ratio wäre. Dann wäre es eine 10%ige Veränderung, dass ich sage, ich habe in der einen Gruppe ein Risiko von 22%, nur als Beispiel, und in der anderen von 20%. Dann habe ich eine 10%ige Erhöhung des Risikos. Seht ihr das? Ja, das ist sozusagen das Risk-Ratio, was man dann auch als RR von 1,1 bezeichnen würde. Als ich gerade über die mütterliche Infektion und die Psychose gesprochen habe, habe ich es hoffentlich richtig gemacht. Da habe ich gesagt, wenn Infektion, dann um 80% erhöhtes Risiko. Das war meine Interpretation von der 1,8, die da stand sozusagen. Ja. Also da muss man aufpassen. Das haben viele von euch so im Grundstudium mal eingeübt, als wir euch ein bisschen mit Odds Ratios gestriezt haben. Da ist es so ähnlich. Aber hier geht es mir nochmal darum, dass man seine Worte sehr sorgsam wählen muss. Und die eigentliche Antwort, die auch Westreich vorschlägt oder die eigentlich alle Autorinnen und Autoren vorschlagen, die es genau nehmen, die Sätze werden halt länger, also die Erklärungssätze. Ja. Wichtig ist eigentlich auch einen Bezug sozusagen herzustellen, auch für die Leserin, reden wir über absolute Risiken oder reden wir nur über relative Risiken? Das ist vielleicht auch sowas, was ihr vielleicht schon mal bei mir oder bei Frau Thun jetzt auch nochmal gestreift habt. Wenn man sich das hier oben mal anguckt, so eine Problemlage, wo wir generell im 20%, 30% Bereich sind, dann ist diese Risk Ratio, der siehst du das ja nicht mehr an. Das ist ein relatives Maß, per Definition, und du hast keine Ahnung, ob es um irgendwas geht, was in absolut betrachtet
drei von zehn Menschen betrifft oder absolut betrachtet einen von tausend Menschen betrifft. Ja, das siehst du dem Risk Ratio nicht mehr an. Deshalb ist es immer gut, also zum Beispiel absolut, Differenz, Prozentpunkte sind Worte, die man entsprechend korrekt dann einbringen kann in solche Sätze. Man könnte also sagen, wenn man zum Beispiel meint, das wäre der oberste Fall, wenn man wirklich meint, dass es 10% higher ist, könnte man sagen, on the absolute scale, also das schlägt Westreich vor. Man könnte ebenfalls sagen, die absolute Differenz im Risiko war 10%. Ich finde es immer noch nicht super, ich würde immer noch Prozentpunkte dazu sagen wahrscheinlich. Und zum Beispiel könnte ich auch sagen, the 5-year risk in the exposed was 10 percentage points higher than the unexposed. Jetzt kann man sagen, wenn wir schon nicht genau wissen, wann wir percentage points und percent meinen, dann hilft es einer Patientin oder einem Laien vielleicht auch nicht weiter. Aber die oberste Regel ist hier einfach, es genau zu nehmen, denke ich. Man kann das noch ein bisschen weiter treiben, das habt ihr vielleicht mit Frau Thun auch schon besprochen, aber das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Wir reden so viel hier über Risk. Risk ist so ein wichtiges Maß eigentlich, dass man sich immer wieder daran erinnern muss, dass Risk allein keine kausale Aussage sozusagen trifft. Ja? Also wenn ich sage, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube, meine intuitive Lesart von dem Wort Risiko ist so ein bisschen kausal. Wenn mir jemand sagt, wenn du jetzt jeden Abend 2 Kilo Schinken isst, dann erhöht sich dein Risiko für Darmkrebs um 6% oder um 6% Punkte von mir aus. Auf jeden Fall, wenn ich Risiko höre, denke ich, ich sollte den Schinken weglassen, dann komme ich auch keinen Darmkrebs. Ja? Das steckt in dem Wort Risiko, aber da lese ich mehr in das Wort rein, als eigentlich jetzt statistisch drinsteckt. Also Risiko ist erstmal statistisch ein Assoziationsmaß. Und manchmal meint man damit natürlich eine Krankheitsursache, eigentlich meistens. Aber das ist natürlich unsere Lektion hier, nicht immer wird es auch konsequent gezeigt. Die lange Lesart von erhöhtem Risiko ist eigentlich oft, dass man sagt, naja, das ein Risk Factor zum Beispiel, also ist jetzt zum Beispiel, anderes Beispiel, bisschen weniger schrecklich vielleicht, aber sagen wir mal Cholesterin. Ist auch sowas. Cholesterin geistert seit, dann gibt es da das eine böse Cholesterin, das geistert auch so seit 30, 40 Jahren durch die Literatur. Gibt auch viel Evidenz dafür, dass dieses High-Density-Cholesterin oder das Low-Density, kann es mir nie merken, eins der beiden Cholesterinarten ein Risikofaktor ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So. Was das eigentlich meint auf dem Stand der derzeitigen Evidenz, ist zu sagen, ja, wenn das vorhanden ist, also diese Art von Cholesterin ist erhöht, dann geht es mit einem erhöhten Krankheitsrisiko oder eigentlich streng genommen einer erhöhten Rate, einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, einem erhöhten Hazard für eine Erkrankung einher. Aber nach allem, was wir jetzt schon über Kausalität gesprochen haben, müssen wir sagen, das ist eben eine korrelative, assoziative Aussage. Das kann dann eine Ursache sein oder nicht. Also dessen müsst ihr euch auch bewusst sein. Weil das aber so ist, kann man natürlich überlegen, ob es Maßzahlen gibt, die besser geeignet sind, um was Kausales zu sagen, wenn man es auch meint. Und dafür wollte ich euch noch die Number Needed to Treat vorstellen. Kennt ihr die schon? Habt ihr die schon mal woanders kennengelernt? Ihr müsst es nicht erklären, aber ist die euch schon mal untergekommen? Number Needed to Treat begegnet einem im Prinzip unter den Effektstärken, weil man ganz stumpf, das mache ich hier dann auch mal einmal im Beispiel, ein Risk, also ein Assoziationsmaß, eigentlich auch sowas wie ein Cones, die auch wie eine Korrelation. Man kann das alles in auch eine Number Needed to Treat pressen. Aber wie ich hier argumentieren möchte, gerade die Number Needed to Treat, die sollte man nur verwenden, wenn man auch über einen kausalen Zusammenhang spricht oder wenn man eben einer Leserin, einem Leser verständlich machen möchte, wie stark die kausale Auswirkung zum Beispiel von einer Behandlung ist. Also der Name ist eigentlich ja so ganz eingängig. Die Frage bei der Number Needed to Treat ist, wie viele Leute muss ich behandeln, zum Beispiel mit meiner neuen Depressionstherapie per App, wie viele Leute muss ich behandeln, um wirklich einen Fall weniger Depressionserkrankung zu haben oder einen Fall weniger Berentung oder ein Suizid weniger, was immer euer Outcome-Maß ist, ja. Und das kann ich mit der Number Needed to Treat beziehungsweise ihrem Partnermaß, der Number Needed to Harm, ganz schön ausdrücken. Und weil da ja Needed to Treat drinsteckt, finde ich, klingt es auch sehr kausal, sehr manipulierend. Also das Ganze funktioniert nur für Dinge, die wir auch wirklich manipulieren können oder über die wir ein kausales Verständnis haben.
Genau, man kann die Tabelle mal kurz hochschieben und sich ein bisschen genauer angucken. Also was zeigt diese Tabelle hier? Die Tabelle zeigt uns die Behandlung mit einer neuen, vielleicht Blutdrucktherapie oder einer neuen, irgendeinem neuen, also einem neuen Medikament, was Herzinfarkten, MI, Myokardinfarction vorbeugen soll, Infarction vorbeugen soll. Und dann kann ich eben gucken, kann sagen, okay, unter den Behandelten habe ich 60 von 1000 Herzinfarkte trotzdem. Ja. Also das wäre 0,06 als Risiko ausgedrückt oder 6%. Und unter den nicht Behandelten habe ich 100 von 1000, also 10%. Ich kann hier also eine Risk Difference ausrechnen. Man könnte sagen, eine Absolute Risk Difference. Ich kann sagen, ich nehme diese 6% minus die 10%, dann kommt minus 4% raus. Das wäre meine Absolute Risk Difference. Soweit, so gut hoffentlich. Und die Number Needed to Treat ist dann einfach letztlich der Kehrwert davon, also 1 durch diese Risk Difference, oder man kann auch sagen 4% hoch minus 1, ist egal, kommt 25 raus. Das heißt, die Number Needed to Treat, die finde ich da, die gehen so anschaulich, die hat auch keine Einheit mehr, das sind sozusagen Stück, Menschen. Ja? Wie viele Menschen muss ich also mit diesem neuen Medikament behandeln, um einen Herzinfarkt zu verhindern, in dem Fall? Seid ihr jetzt beeindruckt, wenn ihr hört, muss 25 die Tablette geben, damit einer wirklich weniger einen Herzinfarkt hat? Ist das gut? Ist das nicht gut? Wie ist das bei anderen Therapien, die ihr so macht? Wisst ihr wahrscheinlich jetzt nicht auswendig. Aber könntet ihr ja mal mitnehmen. Schreibt es euch auf den Zettel, wenn das nächste Mal am Computer sitzt oder die Vorlesung nachbehandelt. Googelt mal. Number needed to treat. Keine Ahnung. Therapie bei Zwangsstörungen oder sowas. Findet ihr sicher dazu Angaben, sind eben oft auch in einem höheren Bereich, muss man sagen. Also es gibt natürlich auch Number Needed to Treats, wo man sagen muss, du musst 215 Leute behandeln, um einen Fall zu hindern oder einen Patienten. Das sind natürlich, dann sind wir relativ schnell auch bei, also das ist dann wirklich, dort wird ein kausaler Effekt wirklich auch relativ schnell dann zu einer Größe, die man sich irgendwie vorstellen kann. Was kostet denn das, 200 Leute zu behandeln, um einen Fall zu verhindern? Lohnt sich das etc.? Das sind also auch volkswirtschaftliche Überlegungen, die da reinkommen. Und dafür bietet sich die Number Needed to Treat sehr an. Hier mal noch ein Beispiel, wo man jetzt schon streiten kann, ob man es machen sollte. Denn hier, ach so, nee, hier geht es noch. Das ist ein Schadstoffbeispiel. Sagen wir ebenfalls etablierter kausaler Zusammenhang. Wieder diese die Idee, die wir auch schon ein paar Mal hatten. Also anderes Datenbeispiel jetzt. Schadstoffexponiertheit und dann eine Krebserkrankung. Unter denen, die mit Asbest gearbeitet haben oder in Häusern mit Asbest gearbeitet haben, haben dann 70 von 1000 sozusagen. Aber seht ihr, die wurden alle über 5 Jahre verfolgt, sodass wir hier also im Prinzip eher so 5000 Personenjahre sozusagen haben, die wir betrachten. Also wir haben 70 Krebsfälle, die in fast 5000 Personenjahren auftraten. Und in der Gruppe, wo der Asbest keine Rolle gespielt hat, sagen wir mal, da waren es nur 30 Fälle. Kann man auch hier einsetzen. Lustigerweise kommt, wenn man das in so eine absolute Risk Difference einsetzt, weil es wahrscheinlich aus dem gleichen Buch von Westreich ist, der hat immer die gleichen Zahlenbeispiele, kommt auch 4% raus. In dem Fall aber eine Zunahme, ja, von der Risk Difference. Also einen positiven Wert, macht ja auch Sinn. Es geht jetzt gerade um einen Risikofaktor, der was Schlechtes, von dem wir annehmen, dass er was Schlechtes hervorbringt. Dann haben wir hier die Zunahme. Sind gleich dran. Wenn ich das hier einsetze wiederum, bekomme ich genau die gleiche Formel, wie ihr seht. Ebenfalls absolut wird hier der Wert eingesetzt. Also ob das jetzt minus oder 4, minus 4% oder plus 4% ist, total egal für die Formel. Es kommt wiederum 25 raus. Aber es geht jetzt gerade um einen, letztlich etwas, wo wir eine Verschlechterung des Zustandes durch einen Risikofaktor erwarten. Und entsprechend wäre das eine sogenannte Number Needed to Harm. Also wie viele Leute muss ich denn diesem Asbest aussetzen, um einen mehr zu bekommen? Ja, oder gar nicht des Vorzeichens, bitte, sondern anhand der Sachlage, der Problemlage sozusagen, die sich, so würde ich es eigentlich sagen, ja? Weil nochmal, hier haben wir quasi, hier geht es um einen Risikofaktor, von dem wir erwarten, dass wenn überhaupt er den Krebs erhöht, das nennen wir es einen Risikofaktor, während es im anderen Fall ja um was Protektives sozusagen ging, ja? Eine Behandlung. Dazu noch einen, wiederum unser Thema, nämlich
Man sollte vielleicht Abstand nehmen von Number Needed to Treat und Number Needed to Harm. Ich habe sie euch jetzt erstmal so verkauft als ein tolles, griffiges Maß. Aber man sollte vielleicht eben davon Abstand wahren, wenn man gar keinen kausalen Zusammenhang kennt oder es noch nicht so genau weiß. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen was zusammengepuzzelt zu unserer hier uns begleitenden Forschungsfrage, nämlich der kausalen, der offenen kausalen Frage, ob jetzt also Cannabismissbrauch irgendwie eine Aussagekraft darüber hat und nicht nur eine Aussagekraft, sondern letztlich kausal ist für Psychoseerkrankungen. Dabei kann man en passant mal euch eine Meta-Analyse auch zeigen, sozusagen was, was euch ja dann auch als Nutzerin von all diesen Analysen letztlich die ganze Zeit begegnet. Ihr verlasst euch drauf, dass andere Wissenschaftler, wir verlassen uns alle drauf, dass Wissenschaftler hergehen und die Informationen einzelner Studien eben aggregieren, mathematisch zusammenfassen, um zu einer Schätzung zu gelangen. Das ist hier unten gezeigt, meistens mit so einem Diamanten. Was ist denn jetzt gerade unser bester Stand unseres Wissens sozusagen über alle Studien hinweg, die also versucht haben, einen kausalen Effekt zu schätzen oder überhaupt den Zusammenhang erstmal zu schätzen. Dann seht ihr so einen sogenannten Forest Plot, den habt ihr bestimmt auch, also kann ja wahrscheinlich keine klinische Psychologie machen, ohne so die Plots mal zu sehen. Also ob ihr dann immer wisst, was da genau zu sehen ist, sei dahingestellt, aber ihr kennt diese Arten von Plots, nehme ich an, oder? Nö? Okay, ein Forest Plot, euer erster Forest Plot, genau. Man kann dazu vielleicht noch kurz sagen, die Dicke dieser Kästchen bedeutet eigentlich nur, welche Studie wurde wie stark gewichtet. Dahinter versteckt sich sowas wie Datenqualität, man kann auch sagen, dahinter versteckt sich vor allem die Stichprobengröße. Eine Studie, die sehr, sehr viele Beobachtungen hat, wird in so einem Forest Plot, in so einer Meta-Analyse mehr gewichtet. Macht ja auch Sinn, oder? Also ihr würdet der Risk-Schätzung, die aus einer Studie mit 10.000 Probanden kommt, irgendwie mehr trauen, gefühlt, als einer, die nur 200 Probanden hatte. Und das drückt sich hier aus. Es ist in dem Fall aber eigentlich auch, wie ich finde, relativ eindeutig. Wir sehen hier eine Studie, die ist ganz klein. Und die hat entsprechend auch ein sehr großes Konfidenzintervall. Das passt auch so zu dem, was wir wissen. Also wenn eine Studie klein ist, kriegt sie zwar natürlich auch irgendein Assoziationsmaß, kann irgendein Risiko schätzen, aber es wird eben mit entsprechend großen Fehlerbalken auch passieren. Das passiert hier auch. So, wir kommen aber eben also raus hier bei, sagen wir mal, 2,93. Das klingt ja erstmal an sich beeindruckend, dass man sagt, wiederum, wie interpretieren wir das jetzt? Wie interpretiert ihr das? Das könnt ihr mal machen. Cannabiskonsum, Psychose, Meta-Analyse, Risk-Ratio oder Odds-Ratio 2,93. Jetzt muss man da einen Satz draus machen. Was heißt denn das? Sie erlösen die Gruppe und machen was. Neun, drei. Die da. Ach, drei. Quasi um 291% steigt. Ja. Wenn Cannabis vorher konsumiert wurde, im Vergleich zu der Cannabis. Genau. Also, um das Dreifache, hätte ich vielleicht auch gesagt. Um 293% ist auch richtig, ja genau, aber da haben sie sich jetzt unnötig kompliziert wieder gemacht, genau, um das Dreifache steigt. So, und jetzt könnt ihr sagen, das verstehe ich nicht, gib mir mal so eine Number Needed to Harm. Das wäre doch jetzt prima. Kann ich sagen, wie viel Menschen müssen kiffen, damit ein armer Tropf psychotisch wird? Könnte man machen, ja? Da sollten Sie jetzt sozusagen, wie ich das vorbereitet habe, vom Bauchgefühl her schon einwenden, dass das ja nicht ganz zu dem, also das wissen wir ja gar nicht, das bildet das wirklich korrekt die kausale Evidenz irgendwie ab. Ja? Diese Medikationsexperimente mit zu einem neuen Experiment, das kommt aus randomisierten Studien und da würden wir sagen, da macht es Number Needed to Treat oder auch Number Needed to Harm Sinn. Aber wenn man so gar keinen, wenn man es noch nicht weiß, sollte man vielleicht vorsichtig sein. Man könnte es also machen, man könnte sagen, okay, Odds Ratio, unsere beste Schätzung für Risk Ratio, haben Sie gerade auch so interpretiert, irgendwie dreifach erhöhtes Risiko, ja, und dann kann ich das in die Formel einsetzen. Ihr seht noch ein Problem, das ist ein bisschen mehr jetzt so eine Fußnote, aber ich hatte vorher schon mal erwähnt, das absolute Risiko fehlt ja gerade. Wir reden über Risk Ratios, auch hier, wir wissen das nicht, oder? Also das ist auch ein bisschen blöd eigentlich, dass man das gar nicht weiß. Man guckt diesen Graph an und weiß jetzt gar nicht, ja, ist jetzt an Psychose zu erkranken, passiert das 20% der Bevölkerung oder passiert das
nur jeden Tausendsten oder das steckt einfach in einem Ratio nicht mehr drin. Es geht verloren. So, und das Problem hatte ich zum Beispiel, als ich jetzt für euch, ich wollte euch mal, damit es durchdekliniert ist, eine Number Needed to Harm ausrechnen, auch wenn man es eigentlich, wenn es einem nicht, wir sehen gleich, es bringt einem nicht so viel und man soll es vielleicht nicht machen, aber man kann es machen mathematisch, wenn man wiederum denkt an die Formel. Man braucht irgendwie die absolute Risk Difference. Wir müssen also diese Risk Ratio wieder umrechnen in eine absolute Risk Ratio. Und das kann ich nur machen durch zusätzliche Informationen. Ich könnte zum Beispiel, das habe ich dann gestern gemacht oder vorgestern, ich habe gesagt, okay, ich richte mich so ganz stupide nach einer WHO-Angabe, dass etwa 1% der Bevölkerung mal so eine psychotische Episode erlebt. Also habe ich hier einfach 1% eingesetzt und dann kann ich quasi eine Umrechenformel für Number Needed to Harm haben, wo ich hier unten das Odds-Ratio, was ich habe aus dieser Studie, also ein relatives Maß, könnte auch sagen Risk-Ratio, hier einsetze und für P0 benutze ich, also das ist sozusagen die Grundwahrscheinlichkeit in der nicht exponierten Gruppe, wie viel Schizophrenien oder wie viele Psychosen gibt es denn so? Und dann setze ich das hier ein und komme zum Beispiel auf einmal eine Number Needed to Harm von 52. Und die will ich euch jetzt, die lassen wir jetzt einfach so stehen und merken uns, ich kann das ausrechnen, aber ich muss mich fragen, ob es jetzt so sinnig ist oder ob ich es zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation auf einem öffentlichen Vortrag über die Gefahren von Cannabis, weiß ich nicht, ob ich die Zahl jetzt verwenden würde, weil das klingt so, als wüssten wir sicher, wenn 52 sich die Rübe runterkiffen, wird einer psychotisch. Und das stimmt einfach so nicht. Das wissen wir in dieser Schärfe noch nicht, dass dieser Kausalzusammenhang so da ist. Genau. Aber ihr seht, es ist möglich, aus Risk Ratios dort, wo es Sinn macht, Number Needed to Treat auszurechnen. Und dann hat man eine griffige Zahl, die auch Laien ganz gut verstehen kann. Die kann man dann, das sind dann auch die, die man so ganz schön visualisieren kann. Ja, da macht man dann so 1000 Mannequins hin, da macht man 50 von denen vielleicht irgendwie in Orange und dann kann man das so auch ein bisschen visualisieren. Das kann man alles tun. Das war eigentlich mein Ausflug in die Epidemiologie, den ich mit euch heute machen wollte. Wirklich sehr, sehr knapp, aber eher so, um ein paar Kennzahlen, die dort vorkamen, nochmal zu etablieren. Wir würden jetzt zurückgehen zu unseren Graphen und dort ein bisschen weitermachen. Vielleicht nur nochmal auch zur Erinnerung an Confounding kurz. Ich weiß nicht, ob ich den Slide hatte ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt, aber das ist ein, den ich so immer ganz gerne nochmal mag, zum Warmwerden. Wenn wir über kausale Strukturen sprechen, müssen wir uns einfach immer daran erinnern, dass die reinen Assoziationen, die Korrelationen, die uns die Daten so fürs bloße Auge schon zeigen, dass wir aus denen sehr, sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen würden, wenn das eine oder das andere kausale Modell, kausale Struktur, können wir auch sagen, zugrunde liegt, ja? Ich muss das hier kurz aufblenden, dass man das sieht. Genau. Also hier sind zwei Szenarien, das habe ich vom Kollegen Jonas Peters aus Tübingen, jetzt Kopenhagen, geklaut. Der zeigt uns hier einfach zwei Korrelationen, aber zwei ganz unterschiedliche Szenarien und das ist jeweils hier unten gezeigt. Also ihr kennt ja jetzt kausale Graphen und wir haben auch schon über Reichenbachs Common Cause Principle geredet. Das ist natürlich hier ein Beispiel dafür. Hier hätten wir einen Fall, wo in der Tat sozusagen die Reichenbachsche Common Cause die eine Variable ist. Also X verursacht wirklich Y. Wenn ich mehr von dem Gen A exprimiere, dann bekomme ich mehr von einem bestimmten Phänotyp. Ja. Daraus folgt auch, dass ich weiß, wenn ich in diesem biologischen System intervenieren würde, zum Beispiel ich mache eine Knockout-Maus draus, ich nehme das Gen A weg, ja, kann ich machen. Dann weiß ich auch, was ich für den Phänotyp zu erwarten hätte. Nämlich, das sollte auch null sein, sozusagen. Ja. Das kann ich dann aus dieser Korrelation ablesen, wenn die kausal ist. Seid ihr einverstanden? Ja, genau. Danke. Ihr müsst ein bisschen verbaler sein. Ihr müsst, sonst, ja, genau, danke. Ich brauche ein bisschen Feedback, sonst bin ich so verloren hier vorne. Und was man hier aber schön sieht, ist, wenn die kausale Struktur eine andere ist, dann weißt du überhaupt nicht, was du erwarten sollst, wenn du jetzt eine Knockout-Maus machst, die dieses Gen nicht hat. Seht ihr das? Also der Zusammenhang zwischen Gen und Phänotyp ist dann, also man muss sagen, all bets are off, weil es gibt einen Confounder, der eigentlich den Phänotyp verursacht. Und der vielleicht auch in einem natürlichen System dafür sorgt, ob das Gen da ist oder nicht. Das heißt, wenn wir dieses Gen ausschalten würden, dieses Gen B hier jetzt, weil es ein komplett anderes Szenario ist, dann wissen wir für X, sind wir eigentlich so schlau wie vorher. Und Entschuldigung, für Y, unsere beste Erwartung für Y darf dann eigentlich nichts mit dieser Korrelation zu tun haben, sondern da müssen wir sagen,
Ja gut, also dann ist, wenn x jetzt 0 ist, wissen wir gar nicht, wo wir da landen. Dann landen wir, dann bleibt es dabei, wie immer bei einer Regression, wenn man nichts weiß, weiß man der Mittelwert sozusagen. Dann kann man nur sagen, ja gut, dann müssen wir den Mittelwert von y halt erwarten. Aber wir können keine spezifischeren Aussagen machen. Und das zeigt quasi dieses super simple Graph, zwei Korrelationen, aber zwei unterschiedliche kausale Strukturen dahinter nochmal. Dazu habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, wo man das auch so ein bisschen nochmal sich durchdenken kann. Vielleicht haben wir die Zeit, die nehmen wir uns einfach kurz. Ja, Entschuldigung. Ja, gerne. Ja. Genau. Die Bereiche, die sagen im Prinzip, was ist mein Erwartungswert für Y, wenn X aus ist. Was würde ich erwarten? Und das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Ja, da muss ich noch den zweiten hier nochmal animieren. Hier kann ich sagen, wenn X 0 ist, erwarte ich für Y auch was sehr Niedriges, weil ich die Korrelation kausal interpretieren kann. Ja? Und hier kann ich es nicht machen. Hier muss ich sagen, da gibt es ja eigentlich keinen Zusammenhang zwischen x und y. Und das ist eigentlich mathematisch definiert. Wenn zwei Variablen unabhängig sind, dann ist der Erwartungswert von y gleich dem Erwartungswert von y gegeben x. Das ist quasi dieses Szenario. X hilft mir überhaupt nicht beim Verständnis von y. Das sind so die Pressemeldungen, an denen ich immer vorbeikomme, irgendwie so, die dann, wo ich immer hellhörig werde, wo ich denke, ob die was hergeben für die multivariate Statistik. Und manchmal, wenn ich denke, sie tun es, dann mache ich einen Screenshot und dann zeige ich sie euch. So auch hier. Das sind die Meldungen, die man dann so hat. Ja? Stand on one leg for 10 seconds. Why balance could be a matter of life and death and how to improve yours. Ja? Also, sofort kausale Lesart. Und weil kausal gelesen, auch sofort die Intervention mitgeliefert, ja? Weil das ja kausal ist, Risk, ja, also das Risiko zu versterben. Ich greife das jetzt ein bisschen vorweg, aber das, also ich zumindest, ich hoffe, ihr auch schon ein bisschen seht vor eurem inneren Auge schon, wie der Artikel aufgebaut war. In dem Artikel ist so eine große Tabelle, da steht oben was von Odds Ratio, weiß keiner, was das ist. Ach ja, vielleicht so wie Risiko. Dann also okay, also Risk, und dann ist es irgendwie erhöht. Und klar, daraus folgt, kann man als Journalist würde es wahrscheinlich auch so ableiten, dass man sagt, und die Autorinnen und Autoren sind ja auch nicht ganz unschuldig. Natürlich ist das Paper vielleicht spektakulärer, wenn man sagt, ja, irgendwie hat es was damit zu tun. Klar hat es irgendwas damit zu tun. Es ist ein Risikofaktor, der irgendwie assoziiert ist. Aber uns interessiert natürlich dann die kausale Struktur. Deshalb die Frage an euch, wie könnte ein möglicher kausaler Graph, und jetzt bitte nicht auf den nächsten Slide gehen, sondern selber versuchen nachzudenken, wie könnte das aussehen? Also hier wird uns sogar schon ein bisschen was mitgeliefert. Das ist, ich habe den Artikel als Übung gar nicht aufgemacht. Ich weiß gar nicht, was in dem Artikel steht. Ich habe nur die Pressemeldung jetzt benutzt. Und in der Pressemeldung selber stehen dann so Sätze, die schon sehr, sehr stark nach dem Paper klingen, wahrscheinlich, die irgendwie aus dem Paper eher abgeschrieben sind. After accounting for age, sex and underlying conditions, an inability to hold the position for 10 seconds, given three attempts, also beste Versuch von drei quasi, was associated with an 84% heightened risk of death from any cause. Epidemiologische Fußnote noch, wir wissen nicht, über welchen Zeitraum es geht. Also offensichtlich falle ich ja jetzt nicht wie bei Monty Python irgendwie in dem Moment tot um, wenn ich das nicht kann. Also wenn ist ja nicht, dann die Uhr läuft runter und wenn du es nicht 10 Sekunden schaffst, wirst du exekutiert oder was. Also so ist es ja nicht. Was für ein Graph seht ihr vor eurem inneren Auge? Kausalen. Wie sieht ein DAG zu diesem Szenario aus? Was ist x, was ist y, was sind andere Variablen, die man einzeichnen kann? Die lassen Sie aber ganz schön arbeiten heute. Die sehen Sie alle von hinten und okay, da geht die Hand hoch. Machen Sie gerne. Mhm. Also also Sie haben vor Ihrem inneren Auge ein Confounding-Szenario, sehe ich das richtig? Also das, was wir so nennen würden, oder? Wir haben andere Variablen. Ob das die hier sind, wissen wir nicht. Aber es gibt wahrscheinlich, müssen wir andere Variablen einplanen, die, und das ist das Entscheidende, die eben also auch auf x sozusagen weisen. Ja? Was würden Sie noch? Wollen Sie was ergänzen? Ich wollte fragen, Ja. Ja, genau. Also ein Confounder, genau, auf x und auf y. Genau, richtig. So würden wir es sehen.
Ich muss ein bisschen abkürzen, also ich sehe das vor meinem inneren Auge irgendwie so, also Balance wäre die Variable, die ich da messe und die hier in diesem Artikel sozusagen als eine Ursache getautet wird, Death. Der Zeitungsartikel ist, weil er ein englischer Zeitungsartikel ist, auch sehr so deadpan, also so ein bisschen so ein trockener Humor auch drin. Da kommt nämlich dann schon noch der schöne Satz, sometimes the relationship is causal. The World Health Organization estimates that, was weiß ich, 600.000 fatal falls occur each year, making falling the second leading cause of unintentional injury death. Also man kann schon auch sagen, ja, ja, klar, keine Balance zu halten kann auch direkt tödlich sein. Und das würde ich wiederum dann vielleicht so noch anzeichnen. Ja? Also ich würde quasi hier oben, habe ich gerade jetzt einen Mediator eingeführt, wenn man so sagt. Also irgendwie deine Balancefähigkeiten in einer bestimmten Phase deines Lebens erhöhen probabilistische Causation, die Wahrscheinlichkeit, dass du stürzt. Und ja, also Fall hat natürlich das Risiko, birgt das Risiko, kausale Risiko, auch zu versterben daran. Ja, also man könnte sagen, wir haben diesen Pfad hier auch noch. Und das bringt uns eigentlich mehr oder weniger elegant zur Mediation, die ich jetzt noch mit euch besprechen möchte. Mediation wurde ist sozusagen in der Psychologie sicherlich das Haupteinsatzgebiet von solchen Graphen. Also eigentlich kennt man auch aus Undergrad Psychology meistens, ich bin irgendwie schlechter Statistikprofessor, ich mache das im Bachelor gar nicht so viel, aber im Prinzip sollte man es mehr machen, dass die Mediation da ordentlich besprochen wird. Die Mediation, da gibt es auch so Kochrezepte, die stehen jetzt auch gleich auf dem Slide, die gibt sozusagen statistische Kochrezepte, wie man testen kann für eine Korrelation. Aber all das passiert immer relativ, wie soll ich sagen, mindlessly, ohne jetzt über die wirkliche Kausalität dahinter irre viel nachzudenken. Im Prinzip gibt es bei der Mediation, also die Grundidee, dass es nicht nur einen direkten Pfad gibt. Man könnte auch sagen, wenn es eine volle Mediation ist, sagt man manchmal auch, also Full Mediation, dann gibt es gar keinen direkten Pfad, dann gibt es nur den Pfad über M. Das zeichnet man dann oft auch so, dass M dann eigentlich auch optisch sozusagen man das auf den Pfad malt. Hier habe ich es jetzt einfach mal gestrichelt, weil das ist im Prinzip immer die Gretchenfrage bei der Mediation. Gibt es auch einen direkten Pfad oder gibt es nur einen Mediierten, der dann per Definition ein zusammengesetzter Pfad ist? Ja? Und hier greifen auch dann wiederum, wir haben das auch bisher nur so angerissen, wir werden das in einigen Rechenbeispielen noch viel, viel mehr sehen. Hier greift dann die Regel, dass sich letztlich, also statistisch dann, um es auszurechnen mit diesen Graphen, die Pfadkoeffizienten hier multiplizieren muss, um mir diesen mediierten kausalen Effekt in seiner Größe sozusagen überhaupt zu bestimmen. Ich kann das mal hier so nebendran sagen. Man könnte sagen, und das ist auch wichtig, diese Terminologie mal einzuführen. Man könnte sagen, X verursacht Y und sehr oft ist es uns vielleicht auch echt egal wie. Das kann mediiert sein über irgendwas. Ist sehr oft der Fall in der Psychologie. Wir haben es gerade auch mit der Balance und dem Death gesehen. Also da gibt es sogar vielleicht direkte Pfade, aber auch die sind ja eigentlich mediiert. Also es ist nicht die Balance an sich, die dich umbringt, die fehlende, sondern es ist das, dass dir dann ein Unfall passiert, der dich dann umbringt. Also das ist auch, wir haben, oft ist es uns so ein bisschen egal, will ich sagen, ob es ein direkter Pfad ist oder nicht, aber wir können, und das ist das Entscheidende, eine Art totalen Effekt dann beziffern auch, indem wir sagen, es gibt oder gibt nicht einen direkten Pfad, aber vor allem gibt es auch einen mediierten Pfad. Die Information, um in diesem Wasserkreislaufsbild zu bleiben, das Wasser aus X, die Information aus X hat zwei Wege. Mindestens einen mediierten über M, vielleicht sogar auch noch einen direkten oder noch ein paar andere. Es gibt mehrere Wege, wie Information von X nach Y gelangen kann oder wie eine Änderung in X etwas in Y ändern kann. Und deshalb spricht man dann auch vom totalen kausalen Effekt oft. Das wäre sozusagen die Summe all dieser Pfade. Und diesen Pfad hier muss man eben multiplizieren. Der wäre der indirekte kausale Effekt oder indirekter kausaler Pfad. Und der wird oft so in der Mediationssprache als C' bezeichnet, in der Psychologie auch. Und der hier wird als C bezeichnet. Und der totale ist dann quasi das Zusammengesetzte aus C und C'. Die Psychologinnen und Psychologen, die wollen jetzt natürlich oft nachweisen für irgendwelche Dinge, dass etwas
komplett mediiert ist, sozusagen. Das ist oft der sportliche Ansatz, zu sagen, okay, wir haben eine Korrelation beobachtet und die klären wir jetzt auf, indem wir zeigen, da gibt es einen Mediator. Und so kommt die Kausalität eigentlich zustande. Hier, um euch ein bisschen so damit zu ärgern, das ist ein bisschen Vorgriff auf unsere Regressionen, das steht hier auch also heute mehr der Vollständigkeit halber, aber Barron und Kenny 1986 ist die klassische Zitation, wenn ihr so Papers durchguckt, also wenn ihr das mal einmal wisst, begegnet einem das öfters mal. Wo Mediation steht, steht meistens entweder auch Barron und Kenny 86 oder Sobel 82. Das sind so die zwei Zitationen, die dazu immer auftauchen. Und warum ist es so bekannt oder berühmt? Die haben quasi so ein bisschen eine typische, so ein Kochrezept, würde ich mal sagen, entwickelt, wie man auf Mediation testet. Dahinter steckt natürlich alles, was wir über Kausalität schon gesagt haben. Ich muss, das wird dann hier halt über statistische Signifikanz ausgedrückt, aber erstmal muss ich zeigen, dass das, was ich als Mediator annehme, tatsächlich aus X vorhergesagt werden kann. Also ich arbeite letztlich korrelativ. Ich gucke erstmal, habe ich die Korrelation, die ich auch irgendwie brauche. Weil wir haben gesagt, wo eine Kausalität ist, da fließt ja dann schon auch irgendwie Information und das können wir durch Korrelation, Assoziation zum Beispiel in linearen Modellen sehen. Also müssen wir erstmal gucken, dass hier was fließt. Dann müssen wir aber auch sagen, dass in einem Modell, wo der Mediator mal kurz gar nicht beachtet wird, wir einen Zusammenhang zwischen X und Y haben. Das ist das zweite hier. Ein Modell, wenn ich Y, ich kann Y aus X vorhersagen. Und dann wird es aber spannend, wenn ich nämlich jetzt sage, ich blockiere quasi den Mediatorpfad, also ich blockiere für M, dann sollte, das wäre die Full Mediation, dann bricht diese Verbindung zusammen. Weil es eben nur gestrichelt ist hier sozusagen jetzt für uns. Wenn wir uns einen kausalen Graph vorstellen, wo es den C-Pfad selber eigentlich gar nicht gibt, dann ergibt sich eben das, dann fällt diese Korrelation weg, sobald ich M ins Modell aufnehme. Das ist, wenn wir, das haben wir auch letztes Mal schon, als wir die Pipe oder Mediation ganz kurz eingeführt haben, haben wir auch das schon gesagt. Wenn ich für was, was auf dem Pfad liegt, kontrolliere, dann fließt da auch nichts mehr durch sozusagen. Und das wäre ja quasi das, was hier unten ausbuchstabiert wird. Es kann keinen Effekt von X auf Y mehr geben, wenn es komplett mediiert ist und ich mich da drauf setze und das blockiere und M im Modell habe. Genau. Das war die Mediation, die begegnet uns, also die nimmt jetzt heute hier gar nicht so viel Raum ein, weil ich mich mit euch lieber mit dem wesentlich unbekannteren, komischeren Tierchen des Colliders beschäftigen möchte. Aber Confounding, Mediation und Collider, das sind die drei. Ich habe vorhin gedacht, eigentlich könnte man sagen, das ist so das Grund. Das ist so wie das Alphabet der Kausalität quasi. Das sind die drei Szenarien, aus denen sich alle komplexeren Graphen dann letztlich zusammensetzen können. Man spricht manchmal auch von Proxy-Mediation oder Proxy-Confounding. Das heißt dann nichts anderes als quasi, du sitzt auf einem Confounding-Pfad oder auf einem mediierenden Pfad. Aber ich finde, also wenn man die drei Prinzipien verstanden hat und sich, sagen wir mal, aufmalen kann, wenn man fragt, was ist eine Mediation? Mal schnell eine Mediation, mal schnell ein Confounding und mal schnell ein Collider, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Und deshalb wollte ich mit euch jetzt auch noch ein bisschen über das dritte Szenario, das Collider-Szenario sprechen. Ein Beispiel vom Kollegen McElreath dazu ist, was ist ein Collider? Also, ich male es vielleicht noch einmal ganz kurz hier hin, dass wir wissen, worüber wir sprechen, aber hier unten, nee, brauche ich eigentlich nicht, hier unten auf dem Slide ist es zu sehen. Das ist ein Collider-Szenario. Zwei Variablen haben eigentlich kausal nichts miteinander zu tun oder auch ohne eigentlich. Die haben nichts miteinander zu tun. Ja, zwei Phänomene in der Welt, die keine kausale Verbindung haben. Du als Forscherin kommst unter den Eindruck, das wäre quasi dann der Collider-Bias, du schließt fälschlich, dass sie was miteinander zu tun haben, selbst wenn du nur eine korrelative Aussage machst, schließt du diese fälschlich. Warum? Weil du ein gemeinsames Child, oder man sollte allgemeiner sogar sagen, das wäre Proxy-Collider, irgendein gemeinsamer Descendant, ja, die irgendwo durch gemeinsamen Nachwuchs sozusagen lässt sich die Information verfolgen und du hast den Fehler gemacht, dass du in deiner Auswertelogik, in deinem Studiendesign quasi für einen Collider kontrolliert hast oder einen Collider, man könnte sagen, adjustiert hast für einen Collider und dann bekommst du diesen sogenannten Collider-Bias. Die Frage, die McElreath dann mal da aufgeworfen hat, ich weiß gar nicht, ob es von ihm ist das Beispiel, aber es geistert so rum, sind wissenschaftliche Artikel,
Forschungsfrage, kann man nachgehen. Sind wissenschaftliche Artikel umso weniger vertrauenswürdig, je mehr Schlagzeilen sie machen? Haben wir eigentlich gerade am eigenen Leib erlebt mit diesem Guardian-Beispiel, mit auf dem Fuß stehen, sterben. Das klang irgendwie wie eine reißerische Headline. Da waren wir vielleicht, also ich habe es vielleicht auch so präsentiert, aber man ist gleich so ein bisschen, soll ich das jetzt glauben oder nicht? Ja. Und die Idee hier ist, dass das eigentlich auch ein Collider-Szenario sein kann. Und zwar, wie könnte das Collider-Szenario hier gehen? Je mehr Neuigkeitswert ein bestimmter Artikel hat, umso eher wird er publiziert. Man könnte also sagen, probabilistische Verursachung, dass du das in einem großen Nachrichtenoutlet oder in mehreren großen Nachrichtenoutlet liest, hängt kausal davon ab, was der Neuigkeitswert von der Information ist oder wie überraschend er ist. Und umgekehrt kann es aber schon auch sein, also wenn wir jetzt mal bei wissenschaftlichen Fachartikeln zumindest bleiben, sollte es ja hoffentlich so sein, dass die, sagen wir mal ganz einfach, die besseren Artikel, die eigentlich mehr trustworthy sind, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, publiziert zu werden und entsprechend auch wahrgenommen zu werden. Also hätten wir eigentlich hier ein Szenario, wo das vielleicht miteinander überhaupt nichts zu tun hat. Also kann man sich auch vorstellen, ich kann sehr, sehr gute, solide Forschung machen zu Themen, die kein Mensch interessiert. Das kann komplett unabhängig voneinander erstmal passieren. Aber es collidet dann sozusagen in der gemeinsamen Folge davon, nämlich dass es publiziert wird. Und was dann passiert, ist einfach ein interessantes und auch ein bisschen, irgendwie, da muss man sich manchmal ein bisschen am Kopf kratzen, ein interessantes statistisches Phänomen, nämlich, dass zwei Merkmale, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Seht ihr das mit dem bloßen Auge? Seht ihr die schwarzen Punkte? Die stellen eine Non-Korrelation dar und es würde ja auch total Sinn machen, wenn zwei Dinge nicht kausal zusammenhängen, dann darf da auch keine, wenn man das Reichenbachs Principle ernst nimmt, auch keine Korrelation entstehen, wenn es nicht doch irgendwie ein verursachendes Prinzip gibt. Und es gibt es hier auch nicht wirklich, aber man kann sagen, was wir hier eigentlich tun ist, wir begehen eine Form von Selection Bias quasi, weil wir natürlich die Frage nur für jene Zeitungsartikel überhaupt betrachten können, die auch mal publiziert worden sind. Also alles, was wir hier gerade machen in unserer Auswertung, ist dann conditional on being published. Man könnte auch sagen, gibt es also eine Drittvariable hinten, die festgehalten wird, eine Variable Z, in dem Fall aber kein Confounder, sondern eine gemeinsame Folge sozusagen unserer zwei Variablen, nämlich ob das publiziert wurde oder nicht. Und dann, das sieht man glaube ich auf dem Bild, ich habe auch noch drei andere dazu, immer wieder die gleichen, man sieht es da ganz gut dran, dass das Artefakt ist, was hier entsteht. Man sieht, weil man quasi nur in dem Fall die obere rechte Ecke von dieser Null-Korrelation abgreift, schließt man dann auf einen negativen Zusammenhang, den man dann wahrscheinlich auch noch unter Umständen auch noch fälschlich kausal interpretieren würde. Aber man würde zu dem Schluss kommen, dass Newsworthiness und Trustworthiness negativ korreliert sind, einfach auf der Basis eines sogenannten Collider-Bias. Aus der Epidemiologie hier noch, oder aus einem epidemiologischen Fachartikel hier noch ein anderes Beispiel von Evert, der hier das nochmal zeigt. Also eigentlich haben die nichts miteinander zu tun. Du conditionst aber für einen Collider, für ein gemeinsames Kind, dann siehst du, das ist hier das Gestrichelte, fälschlicherweise einen Zusammenhang. Und das Gleiche kann eben auch passieren, wenn du einen Proxy-Collider hast. Also seht ihr das? Oder könnt ihr mir folgen, dass ich D einen Proxy-Collider nenne, also einen sozusagen auf Abstand quasi einen Collider. C ist der klassische Collider, aber D ist ein Kind von C und deshalb passiert das Gleiche, vielleicht nicht ganz so stark, aber es ist genau das gleiche Problem, wenn ihr in eurer Analyse jetzt eigentlich D auswählt oder D festhaltet, sozusagen. Genau. Das ist, wenn man das Problem mit dem Collider Bias einmal gesehen hat, kann man es eigentlich nicht mehr nicht sehen. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele Fälle in der Forschung. Ich habe euch hier auch noch ein Beispiel für Covid-19 drin, wo das auch der Fall ist. Das komödiantische Talent und Attraktivität hatte ich schon mal im Grundstudium, lasse ich hier mal weg. Aber ich möchte gerne kurz das auch noch als Survivor Bias euch erzählen. Das passiert uns nämlich auch sehr, sehr oft. Auch in der Psychotherapieforschung. Wenn wir quasi, sagen wir mal, den Fehler machen oder den bisschen den Denkfehler. Ich gehe nochmal eins zurück, Entschuldigung, ich gehe nochmal schnell hier zurück. Das Problem kann unterschiedlich schwer sein, sozusagen. Wenn wir jetzt gerade über eine Art
statistische Analyse sprechen. Ich habe hier eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, habe sehr viele Variablen und kann mir überlegen, für welche ich im Modell kontrolliere und für welche nicht. Dann ist es, sagen wir mal, ja noch reparierbar. Dann kann ich merken, nachdem ich meinen kausalen Graph mit meiner Kollegin besprochen habe und irgendwie sehe, huch, das ist ja ein Collider oder unter Umständen, lass uns bitte mal den nicht ins Modell reinnehmen, um keinen Collider-Bias zu kriegen, dann ist das was anderes, als wenn das komplette Design schon so gemacht war, dass ich quasi auf einen Collider hin selektiert habe, meine Daten. Und das ist zum Beispiel hier unten im sogenannten Survivor-Bias auch der Fall. Wenn ich eine Umfrage zum Beispiel nur unter berufenen Professorinnen und Professoren mache, um rauszufinden, was sind Erfolgsfaktoren für eine Karriere. Ja? Also Twitter kann sich da tagelang drüber aufregen und zu Recht auf irgendeine Art. Ja? Dass sozusagen, dass man auch immer nur Leute einlädt, die ihre Karriere-Stories erzählen oder so, die ihre Erfolgsfaktoren ausbreiten dürfen, was für sie funktioniert hat. Du hast dort einen massiven Bias, den man Survivor-Bias nennt, weil du nur mit den Leuten sprichst oder deine Studie nur in Fällen durchführst, wo ein Collider, eine gemeinsame Folge eigentlich quasi als Kriterium herangezogen wurde. Ich habe, sag mal, hier einfach C gleich 1. Und dann kann es sehr gut passieren, dass ich eben falsche Assoziationen sehe und auch die Richtung ganz falsch rausbekomme. Ich würde zum Beispiel, gab es ein Paper dazu, die haben behauptet, das ist voll gut, wenn du früh in deiner Professorenkarriere mal Rückschläge erleidest, dann bist du später umso erfolgreicher. Das sind dann oft so ein bisschen diese eigentlich kontraintuitiven, negativen Korrelationen. Wenn man guckt, wie das zustande kommt, ist die plausibelste Erklärung, dass es eigentlich ein Survivor-Bias war. Man hat nur, tatsächlich sind Rückschläge beim Einwerben von Geldern kausal fürs Berufenwerden auf eine Professur, aber eher andersrum, also die Erfolge sind eigentlich kausal, dass du berufen wirst. Und natürlich sind auch die guten Wissenschaftler die berufen werden. Wenn ich also nachher einen Collider habe, und also dass ich dafür selektiere, nur die zu befragen, die quasi die gemeinsame Folge haben, dann bekomme ich Collider-Bias. Ja. Was ist denn dann der Unterschied zu Selection im Bias? Keiner in dem Fall. In dem Fall. Also gibt ein bisschen andere Szenarien, aber im Prinzip technisch ist das Gleiche quasi. Genau. Und das andere Wort, was ich euch noch vorstellen möchte, gleiches Szenario, aber eher aus einem krankheits- oder epidemiologischen Kontext, wenn ihr mal Bergsons Paradox hört. Das ist auch genau das gleiche Szenario. Bergsons Paradox heißt Paradox, weil eben oft diese paradoxen negativen Korrelationen resultieren, die sich komplett durch einen Collider-Bias erklären lassen. Auch sehr großes Problem, weil wo machst du Studien? Ja? Du machst Studien im UKSH oder mit deinen Patienten. Du selektierst für Patienten oft, ja, und dann hast du aber gemeinsame Ursachen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber die beide die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du im Krankenhaus landest. Und wenn du jetzt, du hast nur diese Patienten, wenn du das nicht bedenkst, dann siehst du jetzt nachher irgendwie wilde Korrelationen oft negative Korrelationen, die eigentlich nur auf den Collider oder auf das Selektieren für in diesem Fall im Krankenhaus sein zurückzuführen sind. Ja. Vielleicht haben Sie schon gesagt, die Kommunikation verstanden. Ja. Krankenhaus ja oder nein, in dem Fall. Also ich habe jetzt C einfach immer als Collider in allen Beispielen benutzt. Hier wäre C gleich 1 Krankenhaus ja oder nein. Genau. Und die ganze Studie besteht ja in dem Fall aus Krankenhauspatienten. Bei dem Survivor Bias wäre C gleich 1, wäre die C das Kriterium sozusagen, bist du eigentlich Professor oder bist du schon längst ausgeschieden aus der Wissenschaft? Ja. Genau. Also genau, ich glaube, ihr habt das Prinzip jetzt verstanden und wenn man dafür sensibilisiert ist, begegnen einem die überall. Dieses auch wirklich nur zur Nennung, das ist ein relativ neues Paper von 2020 in Nature Communications erschienen, das ist wirklich nur so als Tipp für ein Real-Life-Beispiel. Ich werde das jetzt nicht im Detail diskutieren, aber was dieses Paper macht, ist einfach in einigen Beispielen durchzudeklinieren, wo die Forschung rund um Covid-19 auch an Collider-Bias gekrankt ist. Ja? Also zum Beispiel die ganze Online-Forschung ist sozusagen, hat einen Selection-Bias dahingehend, dass sie natürlich nur Leute einschließen kann, die auch eine App, eine Health-App oder irgendwas benutzen, ja? Oder irgendwie ihre Bewegungen trackt oder also die Corona-Warn-App auch, die wir alle installiert haben. Kannst du sicher tolle Forschung mitmachen, aber du musst dir klar sein, dass du nur die Leute bekommst, die halt auch die Corona-Warn-App haben. Das ist sozusagen das Nadelöhr, durch den all deine Daten durchgehen. Und hier war das Argument eben, dass es verschiedene Faktoren gibt, die vielleicht nichts miteinander zu tun haben,
die gemeinsam dafür sorgen, dass jemand die App benutzt und damit sie in deiner Studie landen und du dann fälschliche Zusammenhänge siehst. Also, Collider Bias ist eine Form des sogenannten Selection Bias. Das habe ich jetzt quasi hier in langer Rede ausgebreitet. Es geht aber noch ein bisschen weiter mit den kausalen Graphen. Es wird noch ein bisschen wilder. Und zwar wollte ich euch kurz den hier noch zeigen, wenn ihr noch könnt. Und zwar, eigentlich jetzt wäre wieder Zeit für irgendein Katzenvideo oder sowas, gell, um kurz ein bisschen runterzukommen. Aber genau, habe ich jetzt leider nicht gerade. Genau, ich zeige euch noch den sogenannten M-Bias. Das sind jetzt Fälle, die diese Menschen, die kausale Graphentheorie machen, sich sozusagen zuwerfen und immer sagen, ja, aber was ist in dem Fall? Und für was würdest du hier kontrollieren? Und das ist so auch ganz, ein ganz lustiges Spiel. Und deshalb spielen wir das hier auch. Wenn ihr euch das mal anguckt, also nach allem, was ihr über DAGs wisst, wir können ja zusammen kurz das mit den Parents und den Children machen. Also, fangen wir mal oben links im Eck an. Was könnt ihr für, sozusagen, wir hatten ja auch gesagt, wir nennen das auch Strukturgleichungen oder Struktur, ja, Structural Causal Models. Wir können ja für jede Variable in diesem Graph, wo ein Pfeil reingeht, können wir eine Gleichung schreiben. Können sagen, aha, die Variable wird offensichtlich verursacht von einer anderen. Könnt ihr mir das mal kurz sagen, damit wir alle so auf dem gleichen Stand sind? Was sehen wir da eigentlich gerade? Wer verursacht was? Fangen wir oben links an. Traue mich kaum noch, sie aufzurufen, aber ich melde mich. Also, wir wollen, einfach damit wir alle im Raum auf dem gleichen Stand sind, festhalten, welche Variablen werden wie verursacht? Was können wir da sozusagen sagen? Können wir als Gleichungen ausdrücken? Also, sie dürfen gleich, aber für A zum Beispiel. Können wir für A irgendwie sagen, wer A verursacht? Nein, A ist exogen. Ja, können wir auch festhalten. Zeigt kein Fall drauf. So, aber was mit X? Wer verursacht X? X gleich A. Wäre eine Gleichung. Ihr könnt jetzt auswählen, ob ihr immer im Video niemand sehen wollt und die Stimme kommt aus dem Off, dann schreibe ich es an die Tafel. Oder. Genau, also X gleich A. Was noch? Was gibt es noch für Gleichungen? Wer wird noch verursacht? Ich sehe gerade gar nichts. Sie müssen es einfach sagen, ja? B gleich A. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, jetzt irgendwie so Regressionsgewichte immer dran denken, aber brauchen wir auch nicht. Ist egal. Ja. Was noch? B gleich C. B wird auch von C verursacht, genau. Y gleich C. Sonst noch was? Nö, so ist es eigentlich, oder? Das war also an sich so, wenn man es sich so anguckt. Geht's noch, gar nicht so irre kompliziert. Aber die Frage ist ja nun, was ist mit B, wenn wir, wie immer bei diesen Modellen, könnt ihr schon, also habe ich jetzt nicht explizit gesagt, aber uns interessiert natürlich XY, sozusagen, das ist unsere eigentliche epidemiologische Studie, die wir da machen, irgendein Treatment, irgendein Outcome. Wie sollen wir mit B umgehen? Ja. Ich habe dazu mal eine Frage. Ja. Ja, nee, das ist das Gleiche. Okay. Können Sie auch, da, genau, also das F von, mein F von A ist ja nur, wenn sich jemand nicht festlegen will, was die Funktion ist. Dann sagt er halt X, und das können wir hier auch machen, X ist irgendeine Funktion, kümmern wir uns im nächsten Leben drum, irgendeine Funktion von A. Okay? Aber könnte man nicht dann in diesem Fall einfach C, also einfach mal C gleichsetzen und man, Sie wollen gleich lösen. Ja, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Genau. Ja. Ja, das ist ganz interessant. Sagen Sie, genau, führen Sie das mal aus, was Sie da sehen an Backdoor-Pfaden. Also. Von X auf B kann man ja über A und man kann auch von Y auf B über C oder anders. Genau, genau. Also man hat sozusagen zwei Backdoor-Pfade. Also sozusagen ein Backdoor-Pfad, sagen wir mal, von X zu B. Also ein Backdoor-Pfad ist ja darüber definiert, dass er einmal so einen umgekehrten Pfeil hat, sozusagen. Ja, einmal muss ich gegen die Einbahnstraße fahren. Könnt ihr auch einen Geisterfahrer-Pfad dazu sagen oder wie ihr wollt. Ja, genau. Aber, ja, ich meine, jetzt haben wir so viel über Collider gesprochen. Jetzt kann man natürlich auch nochmal festhalten, dass B natürlich ein Collider ist eigentlich, nämlich für den Zusammenhang zwischen A und C. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen dieses Dilemma, kann man sagen, was der M-Bias, warum dieser Graph so beliebt ist.
der ist natürlich oft ein theoretisches, ein bisschen ein akademisches Problem, aber es ist was schon, was eintreten kann, dass nämlich quasi du vielleicht A und C, es sagt ja, wir reden ja ganz theoretisch über alles, es sagt ja niemand, dass wir A und C auch wirklich gemessen haben und wirklich vorliegen haben, aber es kann Szenarien geben, wo du dich für X und Y interessierst, die haben vielleicht wirklich nichts mehr damit zu tun, du hast unbekannte Ursachen, die X verursachen, Y verursachen. Und die beiden könnten, obwohl du sie vielleicht gar nicht gemessen hast, zusammen etwas verursachen, einen Collider, den du vielleicht wiederum sehr wohl beobachtet hast. Das heißt, also so weit müsst ihr euch eben immer einlassen auf diese Spielchen mit diesen DAGs, dass man sagen könnte, naja, vielleicht hast du X, B und Y gemessen. Dann ist die Versuchung natürlich extrem groß, sozusagen das wie einen Confounder oder so zu behandeln und das ins Modell aufzunehmen. Aber die Frage ist ja, sollte ich das tun oder nicht? Weil wir haben ja gerade gesagt, wenn ich einen Collider mit ins Modell aufnehme, dann schließe ich einen Pfad kurz, wo eigentlich keine Information fließen sollte. Also eigentlich halten wir doch mal fest, bitte. X und Y haben kausal nichts miteinander zu tun. Oder? Da gibt es irgendwie einen Pfad, das endet in B und B ist ein Collider, aber eigentlich fließt erstmal keine Information von X nach Y, solange du nicht den Fehler machst und hier den Hahn aufdrehst sozusagen, ja. Und das Pearl latscht das in seinem Buch so ein bisschen aus, das habe ich hier in klein gedruckt, mal hingemacht, weil er sagt, im Prinzip würden die Statistikerinnen und Statistiker a priori einer grafischen Darstellung, die würden das gar nicht merken, sondern die würden sagen, naja, B ist halt ein Confounder, für B sollte man unbedingt kontrollieren. Weil B ist mit X verbunden über den Backdoor-Pfad, B ist mit Y auch über den Backdoor-Pfad verbunden und B liegt nicht auf einem Kausalpfad, ist deshalb kein Descendant. Also nehmen wir es als Confounder ins Modell auf. Das wäre so die Kurzfassung, die eine Statistikerin Stand 1995 oder Stand 1999 gemacht hätte. Und der M-Bias, der, wenn man den dann sieht, oder diesen Graph, dieser M-Graph, der zeigt uns, es kann falsch sein, eine Variable, also es kann zu falschen Schlüssen führen, sind gleich dran, wie B als Störfaktor zu bezeichnen, weil es letztlich ein Proxy-Collider sein könnte. Also hier nehme ich auch das Wort Proxy-Collider, weil es ist Proxy, also relativ entfernt von X und Y, aber es ist natürlich trotzdem eine Collider-Situation, nämlich zwischen A und C. Ja. Warum nicht von A auf C, nur weil B ein Collider ist? Also ich drehe doch auch nur eine Straße um. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ich überlege gerade, ob es eine, was ich antworten würde, warum ich da das Wort Backdoor-Pfad, also ich würde es nicht verwenden. Aber Sie haben recht, nach der ganz, wenn wir nur sagen, weil ein Pfeil umgedreht ist, ist es ein Backdoor-Pfad, dann ist die Definition zu einfach. Wir haben hier in dem Sinne, man würde eigentlich sagen, ja, der Collider ist einfach ein Sonderfall. Also da sprechen wir nicht von einem Backdoor-Pfad. Aber das ist ein guter Punkt. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da eine schlauere Antwort drauf habe, warum wir das kein Backdoor-Pfad nennen. Es gibt für diesen M-Bias, also er ist natürlich ein bisschen ein akademisches Problem, ist auch okay. Aber man kann schon auch Fälle konstruieren oder es gibt auch klinische Fälle, epidemiologische Sachlagen sozusagen, die da im weitesten reinpassen. Eine sei mal hier gezeigt, geht wiederum dann oft auch so um ein bisschen unbekannte Faktoren, die nicht so einfach zu messen sind, aber die natürlich gerade für die kausalen Überlegungen trotzdem eine Riesenrolle spielen können. Hier geht es sozusagen um den Zusammenhang zwischen Bildung und Diabetes in dem Fall. Also es ist aus einem reinen, aus einem Tutorial, es ist jetzt nicht aus einem Paper oder sowas, es ist immer noch ein sehr konstruierter Fall, aber man kann es sich vielleicht so mal vorstellen. Man könnte sagen, sagen wir mal der sozioökonomische Rahmen, gemessen als Income during Childhood, das ist was ich messen kann, das hat sicher einen kausalen Einfluss darauf, also letztlich ist es deine sozioökonomische Herkunft, über deine Bildungswahl, deine Bildungschancen etc. Kausaler Zusammenhang. Die Erkrankung Diabetes kommt vielleicht in schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen häufiger vor, entwickelt sich, ja, ist ja sozusagen eine Zivilisationskrankheit, so kausaler Pfad. Dann habe ich aber auf der anderen Seite sozusagen, auf der Seite der Krankheit oder des potenziellen Outcomes, eine andere Gemengelage, nämlich auch mit sozusagen einer Art, ja, man könnte sagen, einer Confounding
oder also einer verursachenden Struktur im Hintergrund, die sowohl die mütterliche Diabetes beeinflusst, als auch die Diabetes des Kindes. Also macht irgendwie auch Sinn, dass es genetische Dispositionen gibt, die kausal für die Erkrankung meiner Mutter und kausal für meine Erkrankungen sind. Macht auch Sinn, der Teil. Das Problem entsteht also bei so einem M-Bias erst, wenn du natürlich, und das sieht man hier so ganz schön, es irgendwie, wenn du das gemessen hast und es dann natürlich clever fändest, weil du dir irgendwie über sowas mal Gedanken gemacht hast, über so genetische Verursachungen, wenn du dann sagst, ich nehme die mütterliche Diabetes mit ins Modell auf. Dann, wir reden ja oft jetzt, male ich euch diese Beispiele so an, als wäre der Pfeil gar nicht da oder dann da. Aber es geht natürlich in Zukunft auch darum, solche kausalen Pfade so richtig wie möglich oder so genau wie möglich zu schätzen. Ja? Und gerade wenn es den Pfad zum Beispiel trotzdem gibt, das könnte ja sein, dann würde aber die Schätzung dieses kausalen Pfades eben schief gehen, je nachdem, ob ich für so einen Collider hier kontrolliere oder nicht. Also es wäre immer noch ein Kunstfehler, das dann einzuschließen, aber man sieht schon an der Problemlage, es muss man eben erstmal erkennen, dass ein potenzieller Collider hier vorliegt und dass man deshalb für so eine Variable in so einem M, in so einer M-Situation gar nicht kontrollieren sollte. Ja. Ja. Genau. Die lasse ich raus, genau. Also sozusagen, weil du würdest ja erst sozusagen, also so einen Collider-Effekt bekommen, wenn du sie aufnimmst ins Modell. Genau. Ja. Genau, genau. Und was Pearl hier nochmal vorgerechnet hat oder so ein bisschen ausgeführt hat, ist, also das ist besonders tückisch ist es natürlich, wenn ich das, was wir hier als A und C bezeichnet haben, eigentlich gar nicht gemessen habe, sondern wenn es nur theoretisch mir, ich kann das aufmalen, aber ich habe das vielleicht gar nicht zur Hand, dann ist die Versuchung besonders groß, das, was ich eben habe, ins Modell aufzunehmen. Das wird ja oft, oder das sieht man öfters, das Collider-Bias sind so ein bisschen so Gelegenheit-macht-Diebe-Analysen. Ja, da fährt halt was rum, noch eine Variable, nehme ich die mal mit ins Regressionsmodell auf. Und dann führt es oft ein bisschen ins Verderben. Genau. Genau, das kann man hier habe ich es nochmal versucht aufzuzeigen. Wenn wir jetzt also sagen, wir wollen eine Regressionsanalyse machen, dann wäre in diesem Fall, das ist eigentlich sozusagen, deshalb wird es also ein lehrreiches Beispiel in fast allen Büchern über DAX oder so mal kurz verwendet, der M-Bias, weil man hier sagen muss, das ist mal der eine Fall, wo quasi dann vielleicht X auf Y, das wäre die eigentliche Regression, wenn du die machst, bekommst du raus, X hat keinen Einfluss, also das Regressionsgewicht von X sollte dann ziemlich null sein und so würdest du auch schließen, da gibt es keinen Zusammenhang und auch keinen kausalen Zusammenhang. Ja? Und du könntest auch sagen, du nimmst A mit ins Modell auf, das kannst du machen, es sollte überhaupt nichts passieren. Das kannst also sozusagen, es sollte eigentlich gleichwertig sein, es ist sozusagen nur als Illustration, dass eine Variable, die nichts damit zu tun hat, die kannst du ins Modell aufnehmen, wird auch nicht schlechter dadurch, du kannst x trotzdem kausal schätzen und wirst trotzdem schließen, dass x keinen Einfluss hat. Wenn du aber b mit aufnimmst, dann erzeugst du quasi einen Kurzschluss, um in meinem Bild zu bleiben, und würdest hier eine Fehlschätzung sozusagen tätigen. Ein Beispiel habe ich noch für euch, vielleicht ist es, das ist noch ein bisschen böser eigentlich. Aber wir wollten ja auf der Table 2 Fallacy aufhören und wir haben nur noch 5 oder 6 Minuten. Das ist natürlich schlecht. Ich muss kurz überlegen, ob ich das mache oder ob ich euch lieber... Nee, das machen wir nicht, genau. Das lasse ich euch. Das könnt ihr so als zum drauf rumknobeln mal mit heimnehmen. Das ist passt. Ich möchte euch lieber diesen Fall hier noch zeigen, weil wir sind jetzt schon so drauf hingesteuert, dass wir immer mehr erkennen, und das wird uns dann auch noch helfen, wenn wir hier wirklich Regressionsanalysen und wieder lineare Modelle machen, dann werdet ihr hoffentlich mir auch da folgen können, dass alles bis jetzt so ein bisschen so viele warnende Beispiele auch sind, was auch schief gehen kann. Und die sogenannte Table 2 Fallacy ist so ein Beispiel, besonders aus der Epidemiologie, die eben auch, die zeigt, wie die kausalen Interpretationen, die Forscherinnen und Forscher gerne auf diese Odds Ratios und Risk Ratios in diesen Tabellen packen. Die hängen eben ganz stark davon ab, was die kausale Struktur, die zugrunde liegende kausale Struktur war. Und das Beispiel, was Westreich und Greenland in dem berühmten Paper Table 2 Fallacy, also Table 2 Fehlleistung sozusagen, gezeigt haben, ist dieses hier. Ganz kurz zum Hintergrund, weil ihr noch nicht ganz so viel epidemiologische Paper gelesen habt. Der typische Table 2 in einem epidemiologischen Paper ist jener, wo ich sage, bleiben wir in unserem Beispiel, ich will eigentlich zeigen, dass Cannabis einen kausalen Einfluss auf Psychose hat. Der Table 2 ist dann immer der,
wo ich für die Gutachterin, für die cleveren Leser, alle möglichen anderen Faktoren, die auch so konfundierende sein könnten, auch mit aufgenommen habe. Das ist dann adjusted for. Haben wir vorhin auch gesehen. Ich kann mal zum Anfang der Vorlesung springen und wir gucken, ob sogar Table 2 war. Das wäre ja cool. Ach, wie schön. Schaut euch das an. Das wusste ich gar nicht. Tatsächlich. Table 2 sozusagen zeigt das Hauptergebnis, aber alles adjusted für diese hier. Jetzt ist es hier kein Problem. Das ist ein Beispiel, denke ich, was sauber ist. Das ist mit Dagity gemacht. Die kausale Struktur wurde berücksichtigt oder zumindest bedacht. So. Ganz oft ist das aber nicht der Fall, sondern in Table 2 kontrolliert man für alles Mögliche, was halt die Gutachter so meinen. Sex, Geschlecht, Alter, Vorerkrankungen, elterliche Variablen, alles. Und die ganze Lektion von der Stunde heute war zu sagen, it depends, du musst aufpassen. Es hängt davon ab, wie die Kausalen miteinander zusammenhängen, ob du die einfach so ins Modell aufnehmen solltest, in dein Regressionsmodell oder nicht. Und in der Table 2 Fallacy ist das dann quasi zu sagen, zum Beispiel, stellt euch vor, das ist unser Graph. Es geht darum, ob HIV, also eine Infektion sozusagen, ja eine chronische Erkrankung heutzutage, muss man sagen, sozusagen, also AIDS, ob eine Infektion mit dem HIV-Virus direkt einen direkten Effekt auf Stroke hat. Wenn dich der direkte Pfad interessiert, dann können wir wieder, dann zünden wir mal unsere Backdoor-Überlegungen nochmal kurz. Was sind andere Pfade, die man blockieren wollen würde, um den direkt zu schätzen? Ja? Zum Beispiel über das Alter geht es ja auch auf Stroke. Genau, also das ist ein Backdoor-Pfad. Alter, ein Confounder sozusagen. Ja? Jetzt unter diesen Daten, bitte. Nicht über Inhalte jetzt, das nehmen wir einfach mal so hin. Das sei jetzt so, ja, okay. Und genauso Smoking. Man kann also erstmal zeigen, dass der, man kann vor allem auch sagen, das hängt jetzt von der Forschungsfrage ab, es gibt offensichtlich eine Art totalen Effekt, wie HIV sich auf Stroke auswirken kann und es gibt eben diesen spezifischen, diesen direkten Effekt. Und wenn mich der direkte Effekt interessiert, dann möchte ich für Smoking auf jeden Fall kontrollieren. Damit blocke ich im Übrigen auch viele andere Pfade. Es gibt natürlich noch andere U-Variablen. U heißt wahrscheinlich Unknown, die wir nicht gemessen haben, die die Wahrscheinlichkeit, einen Stroke zu bekommen, erhöhen und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du rauchst. Das liegt alles außerhalb dieses Graphs. Wäre sozusagen hier die Ansage, indem ich Smoking mit ins Modell, also Rauchen mit ins Modell aufnehme, blockiere ich das. Was die Table 2 Fallacy aber eigentlich besagt ist, wenn du jetzt in die gleiche Tabelle auch noch reinschreibst, was war der Einfluss von Alter oder was war der Einfluss von Rauchen, die Variablen stehen dann dort auch und werden auch mit einem Risk Ratio oder einem Odds Ratio versehen, dann muss man eigentlich sagen, deren totaler Effekt, den hast du jetzt eigentlich abgewürgt. Und das können wir mal, lass uns mal nur kurz von Age of Stroke zum Beispiel schauen. Ich habe jetzt heute euch eins vorgekaut von Confounding, von Colliding und vor allem von Mediation zum Beispiel. Seht ihr die Mediation, die hier mit drin steckt? Sagt es mal in Deutsch, auf Deutsch, wer, was gibt es hier für ein, oder wo in dem Graph gibt es ein Mediationsszenario zum Beispiel? Ja. Von Alter auf Rauchen auf Schlaganfall? Von Alter auf Rauchen auf Schlaganfall. Also wir können schon mal sagen, der Effekt, den Alter, der totale Effekt würde man auch sagen, der totale kausale Effekt, den Alter auf Schlaganfall hat, geht über mehrere Pfade sozusagen, ja. Und zum Beispiel ist es mediiert über Smoking. Zum Beispiel. Der andere Pfad, welchen gibt es noch? HIV. Was wir gerade als die Kernvariable unserer Überlegungen, als Kernursache betrachten. Aber das ist natürlich arbiträr von uns. Wir interessieren uns eben gerade für HIV oder die Forscherinnen, die dieses Paper gemacht haben. Die müssten sich halt klar sein, dass indem sie HIV und AIDS im Modell haben, für HIV machen sie das Richtige, was sie wollen. Aber sie können dann nicht gleichzeitig, und das ist die Table 2 Fallacy, du kannst nicht gleichzeitig behaupten, dieser Pfad hier im Regressionsmodell würde jetzt den kompletten Effekt von Alter auf Stroke messen. Denn du blockierst sozusagen, also diese Table 2 Fallacy sagt, du kannst so einen komplexen Graph sozusagen von verschiedenen Seiten quasi angucken. Wenn es dir um Alter geht, würdest du sagen, naja, also das ist auch mediiert über HIV. Und wenn ich jetzt HIV blocke, in dem Sinne, dass ich quasi das sozusagen als Variable im Modell habe, natürlich wirst du das haben, weil um die Variable geht es dir, dann blockierst du einen Teil des gesamten
kausalen Flusses von Age. Und die Table 2 Fallacy besagt also, selbst ein Modell, was korrekt gebaut ist, also ein Regressionsmodell, was korrekt dann gebaut ist, nicht alle Terme, die da drin stehen, kannst du gleich kausal interpretieren. Das ist eigentlich sozusagen die Schlussfolgerung. Und nicht alle sind korrekte Schätzer deines kausalen Effekts. Also die wichtige Warnung, die wir in unsere Regressionsanalysen damit reinnehmen müssen, ist, nicht alle Variablen, alle Variablen, die ich in einer multiplen Regression auf der x-Seite habe, sind sozusagen, man könnte sagen, gleichberechtigt in dem Fall. Wenn ihr wollt, seid ihr herzlich eingeladen, um das ein bisschen zu vertiefen. Also das fänden sowohl Frau Thun als auch ich, glaube ich, cool, wenn ihr das mal macht. Wenn ihr auf die Table 2 Fallacy, der hat eine sehr, sehr schöne Seite, der Johannes Textor, wo er so Beispiele hat. Da könnt ihr ganz gut mal so ein bisschen rumklicken, einüben, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Das, was ich hier gerade etwas hemdsärmlich versucht habe, euch zu erklären. Ich muss euch noch darauf hinweisen, dass nächsten Montag gar keine Live-Vorlesung stattfindet. Das findet ihr vielleicht sehr bedauernswert oder auch nicht so sehr. Es gibt einen kausalen Graph, der irgendwie aus meiner Rolle und meinen Interessen irgendwie dazu führt, dass der Pfad hier gewinnt, auf jeden Fall. Und probabilistisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorlesung stattfindet, stark gesenkt wird, vor allem durch den Mediator-Teilnahme in Neuroscience San Diego nächste Woche. Wish me luck, erste Auslandsreise mit hier so. Bin sehr aufgeregt. War das ja schon 10 Mal, aber noch nie Post-Pandemie. Es wird alles sehr großartig. Aber deshalb keine Live-Vorlesung nächste Woche. Und ich werde euch entweder die Unterlagen einfach so zur Verfügung stellen oder euch noch ein kleines Video machen. Aber das heißt, in 2 Wochen, wenn wir uns hier wieder live sehen. Also es wird schon Inhalte geben. Wir haben das Semester sonst zu kurz, tut mir leid. Aber so richtig sehen wir erst wieder uns in 2 Wochen. Dankeschön fürs Mitmachen heute. Gute Zeit euch. Tschüss.